So, hallo und moin moin, Freunde des guten Geschmacks. Heute wieder mal ein anderes Thema oder ein altbewährtes Thema. Und zwar kriege ich häufig E-Mails, welchen Bauschaum ich benutze, warum ich den benutze. Ja, und was daran besser ist als am anderen Bauschaum. Dazu kam rein zufällig, natürlich nicht, ein Paket, wo drauf steht, was ich benutze und wo es herkommt, nämlich Pretex. Warum ich das bestelle, ist eine einfache Geschichte. Da lag jetzt noch Füllmaterial oben drauf, das habe ich mal rausgenommen. Ich war mal ein bisschen schneller und habe das schon mal vorher aufgemacht. Warum ich das bestelle? Ich sag mal so, wer viel mit Schaum hantiert, der schießt sich irgendwann auf eine bestimmte Marke ein. Ich habe nur einige Marken gebraucht, unter anderem auch die Fertiggeschichten aus dem Baumarkt, das heißt Kartusche auf, aussprühen, fertig. Da gibt es immer Unterschiede, das eine schäumt zu stark, das andere ja, drückt zu stark, das andere klebt nicht gut. Das heißt, wenn man es irgendwo ansprüht, muss es auch haften bleiben. Manche, die fallen einfach wieder ab, obwohl der Untergrund staub- und fettfrei ist. Dann gibt es welche, die sind zu grobporig, die schäumen zu doll auf. Also das heißt, die breiten sich zu doll aus. Es kommt immer darauf an, was man damit machen will. Ich benutze den für Haus, für Modellbau, für Klebearbeiten, zum je nachdem Wärme isolieren als Geräuschisolierung oder eben um einfach Lücken zu füllen irgendwo. Und da hat sich Pretex bei mir halt bewährt. Das Zeug ist wirklich top. Ich benutze es überall. Ja, was ist drin in so einem Paket? Wenn man das jetzt bestellt, je nachdem welche Sorte, welche Größe Paket man bestellt, ist natürlich in der Regel alles bei, was nötig ist, nämlich das Wichtigste setze ich mal voran, nämlich der Reiniger. Den darf man nie vergessen. Dann die Pistole und sicherlich den Pistolenschaum. Ja, wieso ich das nur benutze? Logisch, habe nur einige durch, habe mich geärgert oft genug. Und wenn man jetzt natürlich schaut, Preis und Leistung für das, was man damit tun will, muss man für sich den goldenen Mittelweg finden. Oder man hat halt tausend verschiedene Geschichten da. Habe ich keinen Bock drauf. Ich benutze eine und die möglichst für alles. Ja, ihr habt das sicherlich in anderen Videos schon gesehen, dass ich auch eigentlich schon seit langem dieselbe Marke benutze. Wenn ihr zurückguckt, werdet ihr Videos sehen, wo ich halt auch dieselbe benutze. Und daher eben jetzt auch wieder. Die sind super dicht. Wenn man sie sauber hält, ist es ein super Arbeiten. Die sind schön leicht, die sind super top verarbeitet. Die haben einen hohlen Griff. Das heißt, das ist weniger Gewicht. Und wer ständig damit arbeitet, der weiß, dass sich jedes Gramm bemerkbar macht. Dann ist wichtig die Verarbeitung des Anschlussstücks, damit der Schaum nicht vorbeigeht. Damit es halt wirklich gut abschließt. Wichtig ist immer, wie dicht ist die Nadel vorne, die Düse, und wie dicht dichtet die Düse ab. Bei vielen ist es so, die ist gar nicht dicht, die ist hier 100% dicht, das heißt, wenn man jetzt hier Luft drauf setzt, die bleibt sogar drin. Und zwar nicht nur 10 Minuten, sondern über mehrere Tage. Ja. Die Dinger sind recht gut verarbeitet. Die haben, ich gehe mal davon aus, hier hinten die Messing-Einstellschraube. Das ist schon mal eine Sache, die ist auch nicht beschichtet. Also beschichtet schon, aber nicht mit derselben Beschichtung wie der Rest. Oft hat man das, wenn man die über eine stehen lässt, dann gammeln die einfach fest. Man kriegt sie gar nicht mehr bewegt. Das ist bei denen nicht. Die bleiben in der Regel gut geschmeidig. Dann ist wichtig, wenn man die häufig zerlegen muss, wenn man mal, so wie ich dann auch gerne mal vergisst, den Schaum rauszumachen, dann geht es hier um hier drin
Unter der Schraube ist jetzt auch eine Gummidichtung, Silikon oder was das ist. Und die wird mit der Zeit auch gern angefressen, wenn man das vergisst. Und wenn man die dann aufschraubt, dann löst sich das in seine Bestandteile auf und dann dichtet die auch nicht mehr ab. Deswegen, da muss man schauen, wenn man ein paar versaut hat, weiß man, welche dann trotz widriger Umstände am längsten halten. Ja, und das Wichtigste natürlich ist immer der Preis und das, was man damit tun will. Und da muss ich sagen, sind die absolut top. Der Preis ist klasse. Für alles, was ich damit mache, bin ich absolut zufrieden. Ja, was will man eigentlich mehr? Preis, Leistung stimmt und die liefern schnell. Das heißt, egal wo man es bestellt, viele Online-Plattformen, ihr wisst ja, ich bestelle immer bei der einen, das setze ich auch wieder drunter. Da könnt ihr kaufen, müsst ihr aber nicht. Dies ist alles vom selben Hersteller. Ja, so viel dazu. Das kommt halt schnell, das kommt prompt, das kommt genau dort, was man bestellt und das funktioniert. Und das sind Sachen, die sind einfach mal wichtig. Sicherlich schwören andere auf andere Marken, das kann durchaus möglich sein. Aber wie gesagt, ich habe nur einige durch und habe mal hier auch eingeschossen und bin super zufrieden. Was man auch gerne übersieht, wenn man jetzt Schaum benutzt, guckt in den Deckel. Da ist immer noch eine super Geschichte drin. Nämlich zum einen, ich habe das jetzt schon mal rausgewurschtelt, ist hier ein Beipackzettel und ein Satz Handschuhe drin. Ist immer ganz sinnvoll, wenn man jetzt die Kartusche umsetzt, die sauber macht oder sonstiges. Man hat nicht immer gleich ein paar Handschuhe dabei, weil die Packung liegt dann irgendwo in der Garage oder in der Werkstatt rum. Hat man einen Deckel, klasse Sache, das heißt kurz Handschuhe an, sauber machen, danach wieder weg damit. Ansonsten überall selbiges Prinzip. Aufsatzdichtung, Verschraubung. Passt super hier oben rein. Kurze Umdrehung, fest der Spaß. Danach abmachen. Reiniger auf. Ihr seht, Spritzdüse sitzt hier dran. Zack, das Ding oberhalb einsprühen. Einwirken lassen, bis hier oben alles weg ist. Raufsetzen. Durchspülen. Danach Kartusche drauf lassen oder abnehmen. Je nachdem. Im ersten Jahr, wenn man sie pfleglich behandelt, bleiben sie normalerweise auch dicht. Da kann man die Kartusche drauf lassen. Da passiert gar nichts. Wenn die dann schon etwas älter sind, okay, dann kann es schon passieren, dass die noch ein bisschen Druck ablassen. Wenn man dann die Kartusche drauf lässt, ist die dann auch leer. Ja, so viel dazu. Da habt ihr die Antwort, warum ich das benutze. Und natürlich auch, dass ich damit echt zufrieden bin. Davon mal ab. Super Sache. Ja, ich kann es euch empfehlen. Ob das für euch das Richtige ist, das müsst ihr allerdings selber rausfinden. Ich kann nicht für jeden sprechen. Wie gesagt, ich benutze es im Haus, ich benutze es zum Bauen und ich benutze es im Modellbau. Modellbau ist immer so eine schöne Sache, wenn man Schwimmkörper für Boote baut, irgendwelche Schaumgeschichten, Tragflächen für Flugzeugmodelle schäumt, dann ist das auch immer ganz gut. Dann muss man darauf achten, hat man auch den richtigen Schaum für seinen Einsatzzweck. Das hier ist jetzt normaler Pistolenschaum. Den kann man nehmen zum Abdichten, zur Geräuschisolierung. Eben achtet auf den Einsatzzweck, ob ihr jetzt Brunnenschaum wollt, Stufenschaum wollt. Also geht es darum, jetzt eine Trittstufe herzustellen, die eine andere Belastung hat, dann braucht ihr natürlich dafür einen anderen Schaum. Oder braucht ihr normalen Pistolenschaum, um jetzt mal eine Tür einzuschäumen, um die Dichtigkeit oder die Wärmebrücke, die Wärmeisolierung herzustellen, dann ist der richtige. Für alle anderen macht euch schlau. Es gibt genug Informationen über worüber, wie viel, welchen Schaum man benötigt. Und lest das nach. Ja, und noch eine Anmerkung. Das wollte ich nicht vergessen. Ich kriege oft viel Gemecker, dass eben irgendjemand irgendwas probiert, denn es funktioniert nicht. Selten ist es so, dass das Produkt, was man benutzt, selbst nicht gut ist. Meistens hängt es in der Anwendung. Weil heutzutage scheint das nicht mehr üblich zu sein, sich eine Bedienungsanleitung, Gebrauchsanweisung, was auch immer durchzulesen. Sicherlich, Video angucken ist eine einfache Geschichte.
so wie jetzt hier, darum mache ich das, weil Schaumpistole gut erklärt, top Produkt. Wofür ich es benutze, auch klar, aber eben häufig, ja, was du da zeigst, das klappt gar nicht, ich habe das auch probiert, es funktioniert nicht. Da steht auch immer drauf, haltet die Sachen, die ihr damit benetzt, fettfrei, lösemittelfrei, staubfrei. Das sind nämlich so Sachen, da haftet das nicht drauf, egal was man drauf schmiert, das klebt dann auch nicht. Wenn es nicht gerade so flüssig ist, dass es durchsuppt und das den Staub zum Beispiel selbst bindet. Also von daher, lest euch die Gebrauchsanweisung durch, wofür ist es, wofür wollt ihr es benutzen und dann benutzt es dafür und dann klappt das in der Regel auch. Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann kann man sich an den Hersteller oder den Verkäufer wenden. Die finden dann in der Regel eine Lösung. Ich hatte am Anfang auch Probleme. Kann man sich gut, wie gesagt, an den Vertreiber der Geschichte wenden. Kriegt man dementsprechende Mitteilungen. Die bieten natürlich auch Informationen auf ihren Seiten an. Und wenn man Glück hat, sogar Schulung. Ja, was will man mehr? Und dazu kann ich nur sagen, wie gesagt, Preis, Leistung. Und für meine Zwecke absolut top, kann ich weiterempfehlen. Wenn ihr es kaufen wollt, macht das. Hier unter sitzt ein Link. Wenn ihr was anderes habt oder was Besseres, dann benutzt dieses. Ja, und so viel danke dafür bis hierher. Ich bedanke mich und wünsche euch weiterhin noch viel Spaß und dann bis demnächst oder so. Und scheut euch nicht und fragt ruhig weiter. Ich bin nicht genervt, ganz im Gegenteil. Ich find's gut. Tschö mit euch.